halten die Scheiße viel aus. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen bei der 5. Folge von Fallout 4 in VR. Das letzte Mal haben wir den Paladin Dance endlich gefunden und seine Truppe. Zumindest das, was noch übrig ist von der Truppe. Und haben auch gleich eine Mission bekommen. Wir sollen etwas beschaffen. Wahrscheinlich zusammen mit dem Paladin. Ich bin mal gespannt. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen vorbereiten. Denn diesmal werden wir dieses tolle Teil, diesen Gunstock, den ihr dann bald oder gleich zu sehen werdet, nutzen. Denn dafür ist er ja auch da. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin gespannt. Los geht's. So, wie bereits erwähnt, möchte ich mich ein bisschen vorbereiten. Das heißt, wir craften uns jetzt Munition. Leider habe ich gerade festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Dachte, wir gehen hier in unser Chemistry unter Verwertbares und für unsere derzeitige Scar brauchen wir, das ist richtig nervig, dieses. Ich habe mich schon so oft über die Steuerung jetzt beschwert, aber es reicht jetzt mal. Irgendwann mal taucht dann Endloser Stunde das hier auf. Die brauchen wir. Wir brauchen aber Waffenfreak Rang 1. Hier sind wir schon mal unsere Receptions, die wir alle brauchen. Kupfer haben wir genug. Stahl haben wir Unmengen, Stoff haben wir Unmengen und Säure. Säure kriegen wir auch noch irgendwo hin. Blei brauchen wir auf jeden Fall. Okay, und wir brauchen Experience. Denn uns fehlt noch ein bisschen. Die Hälfte fehlt noch für einen Punkt, um dann hier bei Waffenfreak einen Punkt zu vergeben. Na gut. Dann schauen wir uns hier um. In meiner Erinnerung weiß ich noch, wo es hier was zu holen gibt, und zwar da oben. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich habe leider nicht mehr viel Munition. Auf dem Weg hierher sind wir Plünderer auf den Weg gekommen. Und ich war mir nicht sicher, ob die gut oder schlecht waren, weil die selber gegen Raider gekämpft haben. Aber... Oh, da ist eine Fliege. I hate Fliegen. Aber ich werde jetzt nicht... Halt, stopp! Bevor wir das machen, gehen wir jetzt erstmal nach Sanctuary. Dort können wir auch ein bisschen Zeugs verwerten an der Workbench. Und wahrscheinlich müssen wir den Leuten, die mittlerweile jetzt in Sanctuary angekommen sind, ein neues Zuhause bieten. Da, Preston läuft da schon rum. Sollen wir denen jetzt schon mal ein Zuhause bieten? Ich bin mir nicht sicher. Haben wir überhaupt genug Zeit für sowas? Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, aber auf jeden Fall können wir hier bestimmt viele Sachen verwerten. Die haben hier genug Häuser hier. Die können sich... Das können wir später machen, wenn noch. Denke ich mal. Auf jeden Fall gucken wir, dass wir hier noch ein paar Sachen verwerten. Den Scheiß gebe ich. Bis gleich. Wieder ein Problem. Oh, diese Probleme häufen sich. Ich wollte diese Workshop nutzen. Kann ich aber noch nicht. Ich habe ein bisschen an Informationen gehascht. Man munkelt, ich muss erst die Quest hier machen. Aber auch dazu habe ich zu wenig Munition. Aber gut, dass wir noch eine Workbench in Red Rocket haben. Da gehen wir jetzt hin. Okay, Kuh im Haus. Und gucken, ob wir da etwas verwerten können. Und vielleicht können wir jetzt dann unsere Munition bauen. Wir werden sehen. Bis gleich. Also, das restliche Zeug haben wir ein bisschen herholen können. Aber Blei haben wir immer noch nichts gefunden. Wieder Informationen zufolge ist Blei sehr schwer zu finden. Unter anderem in Batterien, Bleistift oder was war es noch? Wagen. Ja, ich habe gegoogelt.
Ich bin verzweifelt. Was soll ich sagen? Denn mir fehlt Blei. Unabhängig davon, dass wir noch das Level brauchen, brauchen wir Blei. So. Ein Vogel hat mir gezwitschert, dass hier in der Gegend und in Sanctuary jeweils eine Batterie zu finden ist. Also der folgende Plan ist dieser. Wir gehen nach Sanctuary, holen die Batterie. Und dann gehen wir die zwei Punkte noch machen. Bis dann müssten wir ein Level erreicht haben. Und gehen getrost uns aufstocken. Ist das ein Plan? Ich finde schon. Also erstmal Sanctuary und von dort aus geht's dann. Ich weiß, es ist ein Hin und Her, Hingehoppe. Aber also, wir brauchen langsam endlich Munition, sonst werde ich noch wahnsinnig. Da ist sie. Die erste Batterie. Wir kommen dem Schritt näher. So, natürlich können wir nicht unbewaffnet auf unsere Reise gehen. Muss ich mich leider mit diesem komischen Ding zufrieden geben. Aber das müsste auf jeden Fall reichen. Also, zwei Batterien sind zu holen. Und ein Level müssen wir aufsteigen. Oh, wird's etwa dunkel? Jetzt schon? Oh Mann. Oh man. Bin mir nicht sicher. Habt ihr mich nicht gesehen? Nein, nein, ihr seht mich nicht. Ich will keine Munition verschwenden. Oh Mann, Ghost! Tricksviecher. Na gut, sie macht wenigstens Schaden. Munition. Die nehme ich doch gerne. Waffen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr zu holen. Davon habe ich jetzt genug Ressourcen, aber was wir brauchen, ist auf jeden Fall. Ja, das nehmen wir auch. Haarklammern. Decklöffen. Geht nicht. Na, gehört zu einer Mission. Wahrscheinlich zu der Mission, zu der wir jetzt hingehen. Oh, fuck! Shit! Oh Gott, die Waffe kann nix. Doch eine bessere Deckung. Kommt noch so ein Dreckshund. Sorry, Hund. Die Waffe kann echt nix. Viel Stimpaks habe ich auch nicht mehr. Komm, lad nach. Mann, 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 geht es mir auf den Sack. Diese mit so unprofessionellem Equipment zu arbeiten. Muss warten, bis sie aus der Deckung rauskommen. Wo ich jetzt die ganze Munition hier verschwende. Vor allem die Stimpaks. Was ist los mit diesen Waffen heutzutage? Nur Schrott! Wieder ein Stimpak. Oh, ich habe genug Stimpak. Ich dachte, ich hätte weniger. Ah, das kann sich auch schnell ändern. Scheiße, da hinten. Ist er weggerannt? Nee, da hinten. Wie kann er mich von hinten treffen? Da ist ein Baum. Okay, Harakiri. Na, komm, komm. Ja, jetzt rennst du weg, gell?
Alter, ich schlag dich mit meiner dreckigen Pistole. Mann, 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 Mann. Ich will nicht wissen, wie das gerade aussah. Oh Mann, echt Ghost. Muss mehr auf dich aufpassen. Oder ich sollte vielleicht dir besser Rückendeckung geben. Na gut, dazu muss man sagen. Ich meine, ich muss mich jetzt nicht rechtfertigen, dass ich so schlecht treffe. Aber ich habe auch die automatische Zielhilfe deaktiviert. Denn das braucht keiner. Wo ist denn die andere Leiche jetzt hin? Oh Mann, ey. Heute ist wieder alles so chaotisch. Ein totes Tier. Mit Geld, Intus. Leute, ich finde ihn nicht. Egal. Auf geht's. Wir müssen weiter. Obwohl die Munition echt wichtig wäre. Ich habe herausgefunden, dass man mit dem Thumbstick auch Sachen auswählen kann. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Da müssen wir hin. Mal gucken. Dickicht Ausgrabung. Sieht verlassen aus. Ja, dann gehen wir mal hin. Es wird tatsächlich ein bisschen dunkel. Leute, freue ich mich, wenn ich die Scar nutzen kann. Ich habe die ja am Anfang getestet, bevor ich die Reihe angefangen habe. Quasi Generalprobe der ganzen Mods. Und ich muss sagen, mir gefällt die Waffe. Mir gefällt die sehr gut. Und da treffe ich. Ja. Ohne Schmarrn. So, hier ist irgendwo eine Workbench. Naja, nicht eine Workbench, eine Weaponbench. Irgendwo ist sie hier. Und da ist dann unsere erwartete Batterie. Hey, hey, ganz ruhig. Ganz ruhig, ich bin kein Feind. Ich bin in deinem Team. Mein Name ist Fox. Hallo. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit den Glotzen fertig bist. Ich könnte vielleicht helfen für ein paar extra Korken. Ich könnte vielleicht helfen für Kronkorken. Ein paar extra Kronkorken? Ich wollte dir sowieso was geben. 75 Kronkorken für deinen Aufwand? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin, ein paar weitere Kronkorken könnte mich überzeugen. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ein paar weitere Kronkorken könnten mich überzeugen. Du versuchst es einfach, oder? 50 ja. Kronkorken. Nimm sie oder lass es. Scheiße. Naja, handeln bin ich noch nicht so gut. Hilfe, bei was genau? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Mir ist gerade eingefallen, ich muss den Text doch gar nicht sagen. Ich bin noch im Skyrim-Modus. Sorry. Nein. Was hast du hier denn wirklich vor? Es geht um Schrott. Kümmer dich um deine eigenen Sachen. Hilfst du oder nicht? Oh, der ist richtig genervt. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten.
Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Ach Mann, tauchen. Gar nicht so meins. Ist die Workbench etwa unter Wasser? Oh Mann. Auf jeden Fall Duct Tape. Oh, das wird was. Aber da warten wir natürlich auch, bis es wieder Tag ist. Im Dunkeln brauchen wir da gar nicht erst runtergehen. Da leuchtet was im Dunkeln. Yes, Tattoos. Ja. Du hast eine Ausgabe von Tabu-Tattoos gefunden. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschalten. Yes. Ein Stück näher meiner Kriminalitätsreihe. Mehr ist hier nicht. Gut, dann lassen wir es Tag werden und dann machen wir den Scheiß. Was für ein Hühnchen. Wetter, ey. Ah gut, unter Wasser spüre ich die Tropfen nicht. Also. Wie beschrieben müssen wir jetzt tauchen. Irgendwo, wo Bläschen sind. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, wie taucht man? Gott, der Scheiß ist auch noch verstrahlt. Also irgendwie funktioniert das nicht. Ich befürchte. Wir brauchen eine scheiß Power Armor Suit. Wie auch immer, Dings. Na, come on, geh da hoch. Weil wir brauchen Gewicht. Sonst kommen wir nicht runter. Also holen wir uns den Power Armor. Den müsste ich ja in Concord zurückgelassen haben. Übrigens, ich habe Concord und die ganzen Namen durcheinander gebracht. Oh nein, ich springe ja immer noch. Oh, it's bug time. Okay. Gut, dass wir gespeichert haben. So. Dann wir mal. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass uns unter Wasser nichts erwarten wird. Okay. Du bleibst hier, ja? Warte da. Gut. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Unterwasserwelt. Hat hier was geblubbert? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Hier blubbert was. Okay. Aber viel cleverer? Kann ich damit unter Wasser atmen? Ich hoffe doch. Auf jeden Fall gucken wir uns mal hier die Gegend ein bisschen an. Da ist auf jeden Fall was. Oder ein Aufzug sollte ich vielleicht schon mal holen. Okay, dann gehen wir doch lieber von der anderen Seite. Sonst wird das hier ein bisschen. Ach, was soll der Geiz? Und komm, runter. So. Nummer 1. So, das nächste Rohr sollte. Ja, von da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Okay. Dann wagen wir es. Oh, sind wir schwer.
Gut, dass das Ding einen Sauerstofftank hat. Sonst hätten wir jetzt ernsthafte Probleme. Kann ich irgendwie... Nein. Ach, by the way, unter Wasser regnet's. Da schauen wir jetzt einfach mal drüber hinweg. Ach, shit! Oh, ich dachte, er kommt erst runter. So, jetzt aber. Und ab an die frische Luft erstmal. Oh. Apropos frische Luft. Ich ertrinke gerade. Sehr komisch. Gut, dass wir genug Stimpaks haben. Nicht? Reicht das gerade? Oh oh. Nope. So. Mittlerweile ist es auch Sonnenschein. Den Fehler von vorhin, den schauen wir mal drüber hinweg. Und diesmal haben wir es geschafft. Das heißt, wir müssen schnell agieren. Wir dürfen nicht zu lange trödeln. Und speichern vor allem. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich das jetzt nochmal versucht habe. Na, ich bin nur einmal gestorben, keine Sorge. Auf jeden Fall ist nur... Sehe ich nur eine. Ein Blubberbläschen. Da ist das andere Blubberbläschen. Okay, das machen wir anders. Dann gehen wir jetzt da nochmal... Nee. Soll's. Wir lassen den jetzt schon mal nach unten wieder. Und machen den Part jetzt. Und safen natürlich. Okay, und los. So. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen jetzt ganz schnell wieder an die Oberfläche kommen. Ich glaube... Ah, da ist die... Nee, das ist die Chemistry. Auf jeden Fall müssen wir wieder auf den Aufzug kommen. Und jetzt haben wir ein Problem. Gucken, können wir hier rein? Natürlich nicht. Okay, muss man Trick 17 machen. Mal gucken, ich hoffe, ich sterbe nicht. Okay. Er stoppt. Und wieder hoch, frische Luft holen. Sicher, sicher. Ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, hier so eine Base aufzubauen. Soweit ich weiß, ist das nicht möglich. So, und als nächstes lassen wir ihn diesmal wieder nach unten und nehmen die Abkürzung, denn das geht schneller. Ich glaube, das ist dann das letzte Ventil. Und zack. Geschafft. Jetzt nur noch heile wieder nach oben kommen. Das sollten wir schaffen. Komm. Was man nicht alles für Blei tut. Und für die Punkte. Ich möchte kein Wasser mehr sehen. Das reicht. Wie der brave Ghost erwartet. So muss das sein. Wartet auf sein Herrchen. Komm. Hey. Komm schon. Komm. So, Dude. Geschafft. Hi. Ja, genau.
Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Yes! Drück auf den Knopf! Drück auf den Knopf! Das war's. Hör genau hin. Warte, hast du das gehört? Oh, fuck! What the fuck? Scheiße. Braucht man eine bessere Waffe. Position. Nein. Hey. Und los. Oh oh. Halten die Scheiße viel aus. Ach du Scheiße. Meierlacker. Na, alles gut? So ein Mist aber auch. Jetzt machen wir erstmal unsere Strahlung hier weg. Das machen wir mit Red X, ist es? Strahlung wiederherstellen? Ja. Und dann nehmen wir auch gleich noch ein Stimpack. Nein, Red Away ist es. Das hättet ihr mir auch sagen können, die Frage ist nur wie. Aber ich hatte doch Red Away, oder? Strahlung widerstehen. Da steht's doch auch, Strahlung widerstehen. Resistenz. Da, right away. So. Okay. Den Fehler hatte ich eigentlich behoben. Wollen? Hat wohl nicht geklappt. Egal. So viele Fehler, da muss man drüber hinwegschauen. Hi, Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Danke. Und. Level up. Yes. So, Leute, wir haben's. Unser Level erreicht. Ein Ziel erreicht, sozusagen. Machen wir das jetzt. Waffenfreak. Stufe 1. Wer zuerst schießt, tötet zuerst. Mit Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Waffen. Yes. So. Aber eine Frage bleibt noch offen. Wo ist hier die Workbench? Ist sie unter Wasser? Aber immerhin haben wir 3 Blei schon mal. Gucken uns nochmal die Umgebung an. Vielleicht habe ich was übersehen. Aber wir können auf jeden Fall schon ein bisschen Munition bauen. Nein. Ist hier irgendwas? Lieferungsaufzeichnungen. Uninteressant. Sullys Aufzeichnung, 17.06. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nah genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings wohl voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war.
Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin etwas bewegt hat. Ich habe die meisten Anschlüsse hingekriegt. Die Rohrlecks, die ich finden konnte, habe ich geflickt. Bis auf die Unterwasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Ja, eigentlich sollte das Wasser jetzt abgepumpt werden. Maschine läuft. Ich muss mal nochmal drauf drücken. Nein. Oder dauert es vielleicht einfach seine Zeit, bis das abläuft? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen wir einen Tag warten. Wir schlafen auf jeden Fall. Weil es wird auch schon wieder dunkel. Bis zum nächsten Morgen. Und vielleicht haben wir dann Glück. Bis gleich. Immerhin regnet es nicht. Aber ist das Wasser jetzt abgelaufen? Ja, sieht nicht so aus. Was sagst du, guter Dude? Darf ich? Ich hab hier zu tun. Das alles? Mensch, es ging früher alles viel schneller. Aber vielleicht gehen wir einfach nochmal riskieren, erst nochmal mit dem Powersuit darunter zu gehen und uns diese Werkbank zu suchen. Hey, du bleibst da. Hier. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein. Joch. Und ab nach unten. So, Augen offen halten. Irgendwo muss der Teil ja sein. Der Teil, das Teil meine ich natürlich. Ich sehe zumindest von hier unten nichts. Aber vielleicht in der Gegend, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Und starten unsere Tour in der Richtung. Obwohl das eigentlich nicht clever ist. Ich glaube, ich muss meine Entscheidung überdenken. Wir müssen warten, bis das Wasser hier vollkommen abgepumpt wurde. Dass wir Zugang haben. Sieht wohl so aus, als müssten wir uns in, ich glaube, ungefähr in der Richtung zum nächsten Missionsziel begeben, bevor wir uns hier weiter vorkämpfen müssen. Ich werde auf jeden Fall weiter mich informieren. Informationen natürlich sammeln. Wieso das Wasser hier nicht runtergeht. Ja. Bis dahin sollte es erstmal reichen. Ab zur Atmat. Na, Odin? Was sagst du dazu? Ich zumindest sag dazu, es hat doch ein bisschen länger gedauert als vermutet. Ich dachte, das geht ein bisschen schneller. 3 Batterien suchen, auf diesem Weg noch ein Level erhaschen und dann ab dafür Munition craften und los geht's. Aber irgendwie stehe ich mir selber im Weg, glaube ich. Oder das Spiel. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal zu, wenn es heißt, wir entdecken das Ödland neu. Mit den Gefahren und Risiken und hoffentlich bald mit einer besseren Waffe. Es geht mir so auf die Nerven, nicht zu treffen. Und das liegt nicht an mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich, euer Aaron Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.